Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Ich habe noch 4 Gottesdienste auf dieser Kanzel, ehe meine Tätigkeit in Essen zu Ende ist. Und dann habe ich mir überlegt, was ich da nehmen könnte. Und da möchte ich 4 ausgewählte Worte nehmen aus meinem Lieblingspsalm 34. Da lese ich Vers 3. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Wenn man die Bibel aufmerksam liest, und ich hoffe, Sie tun das, wenn Sie es nicht tun, dann streichen Sie wenigstens den Namen Christi aus Ihrem Leben, nicht? Christen sind automatisch Leute, die selbstständig in der Bibel lesen. Wer die Bibel aufmerksam liest, dem geht auf, dass die Menschen der Bibel eine Eigenschaft haben, die in der Welt einfach unbekannt ist, die als Wort nicht mal vorkommt im Sprachschatz der Zeitungen und so. So unbekannt ist diese Eigenschaft. Und diese Eigenschaft, die nur wirklichen Christen eignet, heißt Freudigkeit. Was ist Freudigkeit? Preis ausschreiben, was ist Freudigkeit? Ich möchte Ihnen einen Zettel geben, sagen, schreiben Sie mal drauf, was Freudigkeit ist. Paresia. Das ist ein mittelhochdeutsches Wort und heißt eigentlich Freudigkeit. Heißt Freiheit, jawohl, das heißt auch, hängt mit frei zusammen. Wir sagen Freudigkeit, das hat mit Freude zu tun. Könnte man sagen, die sind immer fröhlich. Das ist auch dabei, aber das allein drückt es noch nicht aus. Was ist Freudigkeit? Heißt das Mut haben? Das gehört auch dazu. Das ist ein Stück davon. Aber das drückt es noch nicht richtig aus. Ist das eine Hoffnung sehen, wo die anderen grau in grau sehen? Auch das gehört zur Freudigkeit. Das sind Worte, die schwer zu definieren. Ich war eine Zeit lang versucht, es zu übersetzen mit Vitalität. Die Menschheit ist so maßlos langweilig, verstehen Sie? Freudigkeit, so Petrus, nicht? Freudigkeit. Aber Vitalität, das gehört auch dazu. Aber ihr werdet hüpfen wie die Mastkälber, sagt die Bibel. Am Schluss des Alten Testaments. Ihr werdet hüpfen wie die Mastkälber. Das ist Vitalität, von Gott geschenkt. Aber das ist auch noch nicht. Was in aller Welt ist Freudigkeit? Fragen Sie einen Theologen, der gibt eine Erklärung, da sagt er am Schluss, das ist großartig, aber kapiert habe ich nicht, ne? Fragen wir lieber die Bibel. Da ist also diese Szene, haben Sie dazu gehört? Ich habe Sie extra gebeten, Sie möchten sich setzen, damit Sie es in sich aufnehmen. Da stehen die beiden Fischer, Petrus und Johannes, vor dem Hohen Rat, der Prominenz ihres Volkes, angeklagt. Angeklagt, dass sie mit der Botschaft von der Auferstehung Unruhe ins Volk bringen. Wissen Sie, diese Botschaft bringt Unruhe. Dass bei uns die Christenheit keine Unruhe macht, nicht nur daran, dass kein Mensch um die Auferstehung ernsthaft weiß, nicht? Sie bringen Unruhe ins Volk mit der Botschaft von der Auferstehung Jesu. Und dann sind sie also angeklagt. Da sitzen die Männer und streichen ihre Bärte und runzeln ihre Stirn. Und wieso könnt ihr, und da, verzeihen Sie, ich kann es nur so ausdrücken, da schmettert der Petrus, dieser Fischer, in höflichen Formen, nicht allzu sehr routiniert, schmettert dieser ganzen Prominenz ins Gesicht. Es ist in keinem anderen Heil für die ganze Welt als in diesem Jesus. Und nun kommt das, was mich interessiert. Sie sahen aber an, da steht das Wort, die Freudigkeit des Petrus und wunderten sich, und du müsst doch meiner Meinung nach logisch weitergehen, und wundert sich,
dass die freudig waren, wo sie doch Gefangene waren, in einer prekären Situation waren. In der fiesen Lage, nicht, sagen wir auf Deutsch, ja? So wie Fremdwörter sagen, in einer dummen Lage waren. Da ist aber so, sie sahen an die Freudigkeit und wunderten sich, weil sie wussten, dass die beiden ungelehrte Leute waren. Das heißt, die Schriftgelehrten und Ältesten Israels, die kannten das Wort Freudigkeit noch, hätten aber gesagt, Freudigkeit ist geistige Überlegenheit. Die kannst du unmöglich beim ungebildeten Fischer finden. Das ist der Zusammenhang. Kannst du nicht beim ungebildeten Fischer. Freudigkeit ist geistige Überlegenheit. Das gehört auch zur Freudigkeit. Und das ist fantastisch, dass diese Fischer geistig überlegen sind. Ah, meine Freunde, es ist nicht notwendig, dass wir definieren können, dass wir sagen können, was Freudigkeit ist, aber es ist sehr notwendig, dass wir sie haben. Sonst ist der ganze Christenstand keine drei Pfennige wert. Und wenn ich nun Freudigkeit studieren will, dann muss ich den 34. Psalm lesen. Der ist mir, seitdem ich junger Pfarrer bin und meine ersten Enttäuschungen erlebte, unsagbar wichtig geworden durch einen blinden Mann namens Tuxon, der mir den gewissermaßen beigebogen hat. Das ist der Psalm der Freudigkeit. Den hat David gedichtet, 34, ich möchte Ihnen so als kleines Vermächtnis, so sind so ein paar Sachen, die ich Ihnen hinterlassen möchte, wissen Sie, nicht? Den hat David gedichtet, seltsamerweise, als er am Tiefpunkt seines Lebens war, als es nicht tiefer gehen konnte, als er wirklich zwischen Himmel und Erde keinen Platz hatte, wo er bleiben konnte. Wo man verzweifelt. Und da hat er den Psalm von der Freudigkeit gedichtet. Ich will den Herrn loben aller Zeit. Sein Lob soll immer dar in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn. Und das ist nun nicht, verstehen Sie, ein unnüchtern Enthusiasmus, der kommt vor. Doch Herr ist nah bei denen, die zerbrochenen Herzens sind. Das ist er, zerbrochenen Herzens. Und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Das heißt, Freudigkeit ist in keiner Weise abhängig von den Umständen. Ich kann krank sein mit Ischias, ich kann Zahnschmerzen haben, ich kann mein Geld verloren haben, ich kann, was weiß ich alles, nicht im Examen durchgefallen sein. Freudigkeit ist da, ich wünsche euch das nicht, aber Freudigkeit ist in keiner Weise abhängig von den Umständen. Wovon denn, meine Freunde, in dem Psalm 34, unserem Vers, wird ein klein wenig gesagt von den Quellen, aus denen die Freudigkeit fließt. Das war jetzt eine lange Einleitung, nehmen Sie nicht übel, aber ich muss sie für letzten Sonntag ein bisschen ausnutzen. Die Quellen, aus denen die Freudigkeit fließt, Überschrift, nicht? Drei Punkte. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn. Die erste Quelle, aus der die Freudigkeit fließt, ist die feste Gewissheit um den Herrn. Das feste Wissen um den Herrn. Ich will Ihnen das ausführen. Sehen Sie, für den modernen Menschen, moderne Menschen kann man ja beinahe nicht mehr aussprechen, ohne dass man lächeln muss, nicht? Also für den modernen Menschen, Anführungsstrichen. Durfte Mondkalb hält sich heute für modernen Menschen, nicht? Also für diesen modernen Menschen ist es selbstverständlich, dass alles, was mit Bibel, mit Christentum, mit Religion zusammenhängt, eine unklare und verschwommene Sache ist. Nicht? Ist doch klar. Ist auch kein Wunder. Ach, sagt der moderne Mensch, Christentum. Mich fragte ein Mann, ein Direktor hier von so einem Industriewerk, ich habe so viele Vorträge gehört über Christ und Aufrüstung, Christ und Wirtschaft, aber was ist denn ein Christ? Das weiß kein Mensch. Verstehen Sie, das ist das Verschwommenste, was es gibt. Ach, sagt der moderne Mensch, schon die vielen Konfessionen, nicht?
Gehört zum Christentum Kardinalshüte und Bischofsstäbe, Weihrauch und Orgeln. Oder ist das auch noch Christentum, wo bloß ein Posaunenchor sitzt? Einmal mit 4 Zugposaunen, wie ich gehört habe. Die vielen Konfessionen und dann die Unsicherheit der Kirche. Die Kirche, die feierlich erklärt, dass es gegen Aufrüstung sei und jetzt alles hat. Von Pazifisten bis zum Militärbischof. Was denn nun? Ja, was denn nun? Nee. Ach, sagen die Leute, Christentum ist so verworren. Dann die vielen Sekten. Nicht Insekten, Sekten. Verstehen Sie? Und dann geschieht das Merkwürdige, dann sagen die Leute heute, viele von Ihnen auch, da das alles verworren ist, mache ich mir ein eigenes Christentum. Und das ist der Gipfel aller Verworrenheit. Nicht? Wissen Sie, das kriege ich als Pfarrer dann dauernd zu hören. Ich glaube an Herrgott, aber wie kann er alles zulassen? Also ist er vielleicht doch nicht da. Im Übrigen bin ich vorzüglich, aber selbstverständlich, Kirche muss sein, Kirchensteuer zahlen. Und so, das ist die Höhe aller Verworrenheit, das Christentum, das der Mensch sich dann selber zurecht macht. Ich sage es nochmal zusammen, für die meisten Leute ist das Christentum ein qualmartiges, nebelhaftes Gebilde. Nicht ganz unnützlich für die Erziehung der Kinder bis zum 14. Lebensjahr. Ein Gebilde, dem man sich mit Ehrfurcht fernhält. Habe ich recht gesprochen, Genossen von Angerusten? Und nun wie anders der David. Bitte, wie anders der David. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn. Das ist eine Spur von ihm, eine Spur von Unklarheit. Da ist einer, an dem mein Herz vor Freude überquillt. Da ist einer, der aus Nebel hervortritt, den ich deutlich sehe. Der Herr Jesus Christus, da ist einer, der mich liebe, der mich kennt und den ich liebe und den ich kenne. Und da ist nichts mehr von Qualhaftigkeit und Nebelhaftigkeit, verstehen Sie? Da ist ein Nicht-Du-Verhältnis von einer geradezu fantastischen Großartigkeit und Schärfe. Darf ich zwischendurch sagen? Wundern Sie sich nicht, dass ich sage, David habe den Herrn Jesus Christus gekannt. Wer in der Geschichte zu Hause ist, das sind noch etwa 7% in Deutschland, der weiß, dass David über 1000 Jahre vor dem Kommen Jesu gelebt hat. Wie kann er von Jesus reden? Die Bibel muss durch die Bibel ausgelegt werden. In der Apostelgeschichte wird erzählt, dass Petrus eine Pfingstpredigt hält und da sagt er, Apostel 2, bitte lesen Sie nach, dass David im Geist Jesus gesehen hat und dass er von der Auferstehung des Gekreuzigten gepredigt, verkündigt, gesungen hat. Das ist für mich maßgebend, nicht? Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, da ist einer, der Sohn Gottes, der Herr Jesus Christus. Da ist völlige Klarheit. Sehen Sie, der Herr Jesus hat einmal ein schönes Wort gesagt, das ist wundervoll. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus erkennen. Da kommt aus dem Nebel einer auf mich zu. Mein Herz wird bewegt. Viele von Ihnen kennen ihn noch gar nicht, aber sie werden angezogen. Er tritt immer deutlicher heraus und nun erkenne ich ihn. Mein Herr und mein Gott, Jesus, Sohn Gottes. Das ist das ewige Leben, Jesum erkennen. Und ich sage Ihnen, das ist Freudigkeit. Wenn man aus diesem schrecklichen Gewirr von Religion und Christentum und Kirche und was weiß ich alles rauskommt, und den Heiland gefunden hat. Da ist keine Verworrenheit mehr. Und sagen Sie, ja, wir kennen Jesus, sonst wären wir ja hier nicht im Jugendgottesdienst. Ihr kennt Jesus.
Da sage ich, Moment mal, wie kennt ihr ihn? Vom Hörensagen. Ich kenne Kennedy, dieser Präsident von USA. Ich weiß genau, was er für eine Tolle hat und ich weiß, dass der einen Schaukelstuhl liebt und einige Schäden an der Bandscheibe hat und so, nicht? Unsere junge Generation von Politikern gehört, die beunruhigend auf die Welt wirkt, das wissen wir alles. Aber der kennt meinen Namen nicht, hat nie mit mir gesprochen, ich habe ihm mit ihm gesprochen. Nee? Kenne ich ihn oder kenne ich ihn nicht? Ich kenne ihn vom Hörensagen, aber ich weiß bestimmt, dass er da ist. Aber ich kenne ihn nicht. Und so kennen die meisten von Ihnen den Herrn Jesus. Sie haben eine Menge von ihm gehört. Sie haben vielleicht über ihn nachgedacht. Aber David ist ihm begegnet. Er ist von Ewigkeit beim Vater. Er konnte David begegnen. Ich danke Gott, dass hier Leute sind, die Jesus so kennen. Das ist die Quelle der Freudigkeit. Ein festes Wissen um den Herrn. Jesus am Kreuz gestorben. Jesus auferstanden aus dem Grabe. Sohn Gottes. Ihn wirklich erkannt haben. Das ist Quelle der Freudigkeit. Und dieses Kennen Jesu, muss ich eben noch sagen, ist eine merkwürdige Sache. Vor 30 oder 40 Jahren habe ich ihn kennengelernt, oder 45. Und auf einmal entdeckte ich, ich kenne ihn schlecht. Paulus drückt so aus, in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit. Ich werde gar nicht mit ihm fertig. Wir wollten nach den Quellen der Freudigkeit fragen. Das erste ist ein gewisses Wissen um diesen Herrn. Heraus aus der Nebelhaftigkeit aller religiösen Verworrenen. Zweiter Punkt. Quellen der Freudigkeit. Darf ich es mal so ausdrücken? Eine unerbittliche Konsequenz im Denken. Eine unerbittliche Konsequenz im Denken. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Das heißt, kein anderen mehr. Wie Sie loben auch Jesus. Sie haben eben gesungen, es war erbärmlich, aber immerhin, Sie haben ihn gelobt. Nicht? Aber Sie loben dann her noch eine ganze Menge andere Dinge. Verstehen Sie? Und das ist die Inkonsequenz. Was loben wir nicht alles? Meine Seele soll sich rühmen des Herrn. Wir Deutschen haben eine verzweifelte Neigung, uns an Politiker zu hängen. Meine Seele soll sich rühmen, Hitler. Adenauer, müssen wir seine Frau sprechen? Adenauer. Meine Seele soll sich rühmen, Adenauer. Oder Willy Brandt, nicht? Berlin. Wir haben eine verzweifelte Neigung bei aller Christlichkeit. Meine Seele soll sich rühmen, irgendeines Menschen. Oder, naja. Oder wir rühmen uns selber. Wir haben eine verzweifelte Gabe, uns selber zu rühmen. Da geht ein junger Mann an einem Spiegelscheibe auf der Straße vorbei. Ich sehe so, wie er reinguckt. Und jede Miene sagt, siehe, wie hat mein Schöpfer mich so schön geschaffen, nicht wahr? Meine Seele soll sich, nein, ist ja nicht so. Meine Seele soll sich rühmen, meine. Wir rühmen uns unserer Abenteuer und unserer Geschicklichkeit als Geschäftsleute und unseres Reichtums und unseres Wagens und unseres. Ich pflege zu sagen, ein junger Mann rühmt seiner Kraft. Und eine alte Oma, die es nicht mehr kann, rühmt sich einfach ihrer vielen Krankheiten. Bäh. Jeder hat was zum Rühmen, nicht wahr? Das Tollste, was mir vorgekommen ist, dass mir jemand neulich erzählt hat, wie unsagbar demütig und bescheiden er sei. Der hat sich seiner Bescheidenheit gerühmt. Stellen Sie, das gibt's wohl. Kriegen wir hin. Jetzt kommt mir was schrecklich Wichtiges. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn. In diesem Wort, wenn Sie den ganzen Psalm lesen, steht als Hintergrund ein Bankrott. Ich kann mich nicht mehr der Menschen rühmen und nicht mehr meiner selbst rühmen. Der Hintergrund dieses Wortes ist eine abgrundtiefe Verzweiflung. Bitte verstehen Sie, der Hintergrund dieses Wortes ist eine Hölle.
Und durch diese Hölle ist der junge Mann geführt worden. Der David war damals ein junger Mann. Und diese Hölle bestand darin, dass der Herr ihm sein eigenes Herz aufdeckte, ihn in sein Licht stellte. Und da konnte er nur noch singen, ich sag's mit dem Wort Paul Gerhardts, an mir und meinem Leben ist nicht auf dieser Erde. Da sei er Liebe zu jeder Schändlichkeit. Ich sage, in ihrem Herzen ist die Anlage zu jeder Schändlichkeit. Er sah in seinem eigenen Herzen verzweifelte Gottlosigkeit. Er konnte nicht mehr rühmen, den David. Und er konnte nicht mehr rühmen, Menschen. Als er diesen Psalm gedichtet hat, der David, da hat er die grauenvollste Ungerechtigkeit erlebt von König Saul, den er geliebt hat, dem er gedient hat. Und da hat er ihn verfolgt. Listig, gemein. Und da ist ihm der Glaube an Menschen zerbrochen. Und jetzt sage ich ihm, überhaupt ein Mensch, erst dem der Glaube an sich selber zerbrochen ist, und der Glaube an die Menschheit und an Menschen zerbrochen ist, der versteht, was das für ein Jubelschrei ist. Der Herr, meine Seele, soll sich rühmen des Herrn. Ich versinke jetzt nicht im Pessimismus. Da ist ein Heiland, Jesus. Mit einem naiven Lebensoptimismus unserer Tage kapiert man die Bibel ja gar nicht. Mit diesem dummen Geschwätz. Man muss an Menschen glauben, ans Gute, Menschen, an sich selber, an die Großen, an Omnibus. Damit kommt man der Bibel ja nicht bei. Sondern ich muss die Realität sehen, dass wir an uns selber zerbrechen, wenn wir Gott sehen und an Menschen zerbrechen. Und dann, meine Seele soll sich rühmen des Herrn. Da ist einer. Sehen Sie, das ist konsequent im Denken. Wir sagen, wir sind Christen, natürlich sind wir Christen, das sehen wir nicht hier. Aber wir sagen, rühmen, natürlich, wir rühmen auch Jesus, selbstverständlich, wir sind ja Christen. Wir rühmen uns selber und rühmen und alle möglichen Leute. Und unter Politik verstehen wir also Hörigkeit, irgendein Politiker und Jesus auch natürlich. David sagt, meine Seele soll sich rühmen des Herrn, allein, Jesus. Das habe ich begriffen. Anders kann man von ihm gar nicht reden, als ihn wirklich im Mittelpunkt stellen, oder steck's auf. David kann etwa so sagen, wenn ich es auslege, ich habe vor Gott entdeckt, dass mein Leben unrein ist. Aber dieser Jesus, der am Kreuz starb, ist meine Gerechtigkeit. Ich habe vor Gott nichts zu bringen als ihn. Ich bin ein Versager. Ich bin jetzt überall fertig, als er am Psalm dichtet. Aber Jesus liebt mich. Ich sitze in der Wüste beim Stein, habe nichts mehr, als er am Psalm dichtet. Aber Jesus kennt mich und liebt mich. Ich kann nicht mehr an Menschen glauben. Sie haben mich grauenvoll enttäuscht. Aber Jesus enttäuscht mich und lehrt mich, diese Menschen zu lieben. Wissen Sie, wenn einer anfängt mit Menschenverachtung, da sage ich, was bist denn du für eine Type? Jesus lehrt mich, diese Menschen zu lieben, an denen ich zerbrochen bin. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn. Ach, wissen Sie, ich wünschte uns allen diese Konsequenz im Denken unseres christlichen Glaubens. Habe ich mit Jesus zu tun? Fasse ich? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Dann soll dieser Sohn mein Herr sein. Dann will ich nicht ruhen, bis ich ihn erkenne als die Offenbarung Gottes, bis ich einsteige in die Tiefe seiner Erkenntnis. Dann soll er mein Leben bestimmen. Lassen Sie mich noch kurz ein Letztes sagen. Verzeihen Sie, es wird 4 Minuten zu lang, aber das liegt einfach... Alterserscheinung, darum gehe ich. Die Quellen der Freudigkeit. Ein gewisses Wissen um den Herrn, nicht mehr eine verworrene Religion. Klare Konsequenz im Denken an dieser Stelle. Jesus, dann Jesus allein. Und dann höre ich auf, noch anderes zu rühmen. Dann ist er die Freude meiner Seele. Und drittens, Freudigkeit kommt heraus aus einer tiefen Erfahrung mit dem Herrn, aus einem Geheimnis mit dem Herrn, aus einem Erlebnis mit ihm. Meine Seele soll dich rühmen des Herrn. Spüren Sie nicht, zwischen den Zeilen spricht es, ich habe mit diesem Herrn Jesus ein
Ein gemeinsames, ein Erlebnis, was mich an ihn bindet. Und sehen Sie, als ich noch ein junger, unbekehrter Bursche war, da hat mich das einfach bei Christen immer wieder fast geärgert. Dass so reife, erfahrene Christen ein letztes Geheimnis mit dem lebendigen Herrn hatten, den ich nicht kannte, in das ich nicht eindringen konnte. Und Christenstand hat das, dieses Geheimnis, diese Erfahrung mit dem Herrn, hier drückt es aus, das Geheimnis des Herrn stand über meiner Hütte. Ich kann anderen viel bezeugen. Worin besteht das Geheimnis? Lassen Sie mich an einem Beispiel deutlich machen. Sehen Sie, ich kriege jedes Jahr einmal eine Postkarte oder einen Brief von einem kleinen Nest weit ab von der Bahn. Ich glaube, da geht nicht mal ein Omnibus hin. An der Schweizer Grenze, wie sind so hinter Waldshut, wo die Welt aufhört, wo so Grenzgebiet ist. Aselfingen. Kein Mensch von Ihnen weiß, wer Aselfingen ist. Das hat, glaube ich, sogar der Postminister in seinem Buch vergessen. Und da kommt also jedes Jahr da so ein Brief an. Von einem Mann, der so ein kleines Lädchen, wie es in so Dörfern ist, wo es alles gibt. Nicht vom Hering bis zum Peitschen für die Kühe. Und wie kommt das? Das war im Jahr 1915. Waren wir junge Soldaten. Und dann schlägt eine Granate ein, mitten zwischen uns friedlich schanzende Leute, die nichts Böses ahnten. Wir waren Tag vorher angekommen, wir hatten keine Ahnung vom Krieg. Und das war ein Schock, die meisten waren tot. Ich sehe noch einen wegrennen, dem war der Unterkiefer weggeschlagen, der so gurgelnd schrie. Und ich fühle mich an, ich bin heil. Und jetzt will ich, der nächste Schuss kann ja jeden Augenblick kommen, wenn die Batterie hergerichtet ist, nicht? Wir sind offenbar eingesehen, ich will davon. Und da treffen mich die Augen von einem, auch so einem jungen Kerl von 18 Jahren, der liegt da, an dem das Bein zerschmettert. Der sieht mich nur an. Und ich hatte so eine Angst, aber ich bin kein Held, aber da bin ich doch hingekrochen. Man war ja eingesehen, offenbar. Und dann ist er auf meinen Rücken gekrochen, dann bin ich mit ihm den Berg hinunter, so auf dem Rücken, überströmt vom Blut dieses jungen Mannes. Und seitdem schreibt er mir jedes Jahr. Wir kommen nicht von allein los. Wir sprechen nicht von dem Erlebnis, das ist ja lange her. Nicht? Das ist uns allen entschwunden, aber das hat uns verbunden. Wissen Sie? Und darf ich sagen, so ist zwischen einer gläubigen Seele, zwischen David und dem Herrn Jesus, also sage ich zwischen mir und Jesus, zwischen Jesus und mir. Ich lernte eines Tages das Feuer des Gerichtes Gottes kennen. Kennen Sie das nicht? Die Angst, dass man in die Hölle kommen kann. Kennen Sie das nicht? Sind Sie so blind? Wissen Sie, was vom Zorn Gottes über unsere Sünden, über unsere Selbstsucht, über unser Egoismus, über unser widerliches Wesen? Auf einmal war das Feuer des Gerichtes Gottes auf mir. Und dann kam Jesus und trug mich heraus. Und trug mich für Zeit und Ewigkeit aus dem Feuer des Gerichtes Gottes. Er hat am Kreuz meine Schuld weggetragen. Es gibt ein Wort in der Bibel, das ist so schön, dass es in keinem Literaturbuch sonst stehen könnte. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Je älter ich werde, desto schöner kommt mir das Wort vor. Nicht nur ästhetisch, sondern einfach Inhalt, das einem Schwindel machen könnte. Die Strafe liegt auf ihm. Das stehen wir vor dem gekreuzigten Heiland mit der Dornenkrone. Auf das wir Frieden hätten. Er hat mich in Frieden getragen. Das ist die Quelle der Freudigkeit. Vergebung der Sünden durch Jesu Blut. Vergebung der Sünden durch Jesu Blut. Wurschteln Sie nicht weiter, sondern ruhen Sie nicht, bis Sie das Feuer des Gerichtes Gottes kennenlernen, aber dann Vergebung der Sünden durch das Blut des Lammes, der am Kreuz stirbt. Das gibt Freudigkeit. Ich schließe mit einem Freudigkeitsvers von Paul Gerhardt. Da zeigt er auf den gekreuzigten Herrn Jesus, der hat ausgelöscht, was mit sich führt, den Tod. Der ist, der rein mich wäschet, macht schneeweiß, was blutrot. Jetzt kommt, in ihm darf ich mich freuen, hab einen Heldenmut, darf kein Gerichte scheuen,
wie sonst ein Sünder tut. Amen.